Hallo und herzlich willkommen hier im Sparmeck-Kanal. Seht mal, was wir hier bereits haben. Die brandneuen Samsung Galaxy S21, S21 normal, das S21 Plus und sogar das S21 Ultra. Wir hier im Sparmeck bei Sparhandy haben, glaube ich, jetzt deutschlandweit, sind die einzigen, die Geräte jetzt schon haben. Ich bin hin und weg und wir schauen natürlich rein, was ist da jetzt alles dabei. Und das Erste, was auffällt, guckt mal, wie klein die Boxen dieses Jahr geworden sind. Für die Farben, wir haben das kleine oder das normalgroße in Pink. Das Plus gibt es in Violett, da bin ich auf die Farbe sehr gespannt. Und das Ultra haben wir im klassischen Schwarz. So, und die Dinger, das sind die originaldeutschen Verkaufsversionen. Ungeöffnet, guckt mal hier, die Siegel, die sind alle noch zu. Und ich stürze mich jetzt mit voller Begeisterung einmal drauf. Und ich kann es, also ich glaube, das hatten wir hier noch nie. So früh die Geräte. Ihr könnt es an meiner Stimme hören. Ich bin äußerst glücklich darüber. Und es gibt natürlich diesmal auch wieder eine schöne Vorbestelleraktion von Samsung. Wenn dieses Video online geht, dann sind die Dinger ab jetzt direkt vorbestellbar. Also von heute, 14. Januar, bis zum zwei Wochen lang, 28. Januar. Und wer in der Zeit bestellt, der bekommt sogar noch eine Dreingabe von Samsung selber. Und zwar für das normale Galaxy S21 hier gibt es die Galaxy Buds Live. Für das Plus hier, gucken wir auch hier mal rein, da sieht man den Größenunterschied schon mal. Das Plus ist schon mal wirklich Plus. Da gibt es dann auch für die Vorbesteller die Galaxy Buds Live. Und für das Ultra, jetzt bin ich aber gespannt, wie groß das Ultra im Vergleich wirkt. Oh, da sieht man direkt hier, das Glas ist beim Ultra ist es curved, also gebogen. Früher nannte Samsung das Edge. Und bei dem Plus und beim normalen ist es ein glattes Display. Beim Ultra gibt es für die Vorbesteller die brandneuen Samsung Galaxy Buds Pro dabei. Und jetzt, wir fangen wieder vom Kleinen an. Das Kleine ist, je nachdem wie man misst, 6,1, 6,2 Zoll groß. So, holen wir es raus. Pink. Schöne pinke Farbe. Ziehen wir direkt die Folie ab. Ja, also, und apropos, vielleicht als Hinweis, Pink gibt es nur in der normalen Version. Und ich muss schon sagen, das fühlt sich schon schön an. Kameras, drei Kameras diesmal und vor allem das normale gleiche Kameras wie das Plus. Und jetzt bin ich gespannt auf dieses Violett oder Violet. Das sieht schon, ich weiß nicht, darf man hier die, eine bekannte Kuh, die Schokolade herstellt. Na, nicht ganz, aber in die Richtung geht es. Und vor allem in der Farbe sieht man dann die Kameras abgesetzt. Okay, und jetzt aber das Ultra. 1, 2, 3. Oh, schönes Schwarz diesmal. Und vor allem matt. Oh, das Schwarz, das, oh, ganz klar. Ich hätte auch gedacht, die bunten Farben sprechen mich mehr, aber hier ganz großes Lob an Samsung. Beim Ultra, das Schwarze, diese matte Rückseite, sieht das toll aus. Und natürlich einmal das Mehr an Kameras. Während normal und plus wieder 12 Megapixel Hauptkamera, 12 Megapixel Weitwinkelkamera, 64 Megapixel Zoomkamera haben, gibt es beim Ultra, wie könnte es der Name denn auch anders ausdrücken, beim Ultra gibt es nicht nur eine 108 Megapixel Hauptkamera, sondern wir haben hier zum allerersten Mal zwei optische Zoomlinsen. Und dann gibt es den super duper 100-fach Zoom. Ach, guck mal, hier ist ja oben nochmal eine Folie drauf. Oh, krass, sogar die Kameraumrundung ist matt. Also ganz klar, matt. Das schwarze Matte, sehr schön. So, gucken wir aber, was sonst noch in den Boxen dabei ist. Wir haben in den kleinen Boxen, ihr könnt es euch denken, keine Ladegeräte. Wir haben SIM-Karten-Tool zum Aufmachen. Alle drei Geräte sind übrigens Dual-SIM-fähig und das auf zwei Arten und Weisen. Sowohl mit Dual-Nano-SIM-Karten, also normale SIM-Karten, oder auch in der Kombination mit einer Nano-SIM-Karte, also einer physischen, und eSIM. Das haben alle drei. Wir haben hier in der Box noch zusätzlich natürlich unseren Quick-Start-Guide. Und ein langes Ladekabel, USB-C auf USB-C-Kabel ist dabei. Und das war's. Deswegen sind die Boxen auch so klein. Hier gibt es keine Ladegeräte mit dabei. Ladegeräte verkauft Samsung, gibt es natürlich auch von anderen Herstellern, aber gibt es auch Original-Samsung-Ladegeräte. Alle drei Geräte lassen sich übrigens mit 25 Watt Kabel gebunden und 15 Watt drahtlos laden. Sehr schön, auch hier beim Plus. Quick Start Guide wieder mit dabei. Keine Aufkleber. Ja. So, und genau. Der Hinweis. Und jetzt die große Frage.
Ich weiß es ja natürlich. Ich habe eben schon mal ins Kleingedruckte geguckt. Beim Ultra ist jetzt nicht noch die Ultra-Überraschung mit dabei, dass das irgendwas super-duper Besonderes, Tolleres, Schöneres dabei hat. Nein, aber auch hier wieder. USB-C auf C-Kabel und der Starter-Guide. Und wer sich jetzt denkt, naja, sind halt keine Kopfhörer dabei. Ja, aber deswegen ja die Vorbesteller-Aktion. Dann habe ich sogar richtige Kopfhörer dabei. Wie gesagt, bei den beiden Galaxy Buds Live, bei denen die neuen Galaxy Buds Pro. Und ich kann es gar nicht oft genug sagen, die schwarze Farbe, das hat was. Das Violett kommt auch sehr schön rum. Gut, Farben sind natürlich immer eine Geschmacksfrage. Wenn ich die drei jetzt aber mal so nebeneinander sehe, dann sieht man definitiv die Größenunterschiede von, je nachdem wie man misst, 6,2 Zoll, 6,7 Zoll und dann 6,8 Zoll. Und das ist nicht nur der einzige Unterschied beim Display, sondern auch die Akku. Naja, die Akkus werden natürlich auch größer und sollten sich nochmal bei der Akkulaufzeit unterscheiden. 4000 mAh, 4800 mAh und 5000 mAh. Und ich freue mich echt, mit den Geräten jetzt so langsam mal rumzuspielen, die auszuprobieren und die Unterschiede rauszufinden. Großes Dankeschön an Samsung an dieser Stelle, dass wir mit den Geräten so früh schon rumspielen können. Und ich glaube, ihr hört es. Also ich bin echt hin und weg. Ansonsten mehr Informationen unterm Video, sind auch nochmal die ganzen Deals, Vorbestelleraktionen nochmal verlinkt. Und das soll es gewesen sein. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.